So, meine Freunde, moin zusammen. Also jetzt gibt es eine Nachricht, die ist auf der einen Seite erfreulich für die Betroffene, Plural Betroffenen. Es geht nochmal um das Mädchen, das im Referat, ihr Referat im Garten im Schneegestöber gehalten hat, weil sie auf der Note, ja, weil sie darauf angewiesen war, diese Note zu bekommen und hat auch eine Note 2 bekommen. Und das muss man sich mal überlegen, was für ein Lehrer lässt das denn überhaupt zu, wenn das Mädchen vorschlägt, ich kann mein Referat im Garten aushalten, hier in der Wohnung kriege ich keine stabile Internetverbindung hin, das funktioniert nicht, müsste ich in den Garten gehen. Und dann sagt dann wirklich ein Lehrkörper, ein Pädagoge, ja, mach das, bei dem Wetter. Also sorry, aber das ist sowas von nicht würdig für ein Lehramt. Da sollte man eigentlich mal ansetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht, wie gesagt, nochmal um die Selina Seebauer hier aus Vierkirchen, Landkreis Dachau, unten in Bayern. Und das Mädel, wie gesagt, hat ihr Referat im Schnee draußen geführt. Und jetzt schaltet sich große, große Macht ein. Andreas Scheuer und Verkehrsminister ist natürlich auch zuständig für die Infrastruktur, die nebenbei gesagt die schlechteste ist mit in ganz EU. Ich glaube, das kann man eigentlich so festhalten. Er schaltet sich jetzt hier ein und hat bzw. will dafür sorgen, dass dieses Mädchen bzw. der gesamte Ort, wo sie dort wohnen, ganz kurzfristig bis zum Montag, der Artikel ist hier von Freitagabend, genau, dass sie bis zum Montag Internet bekommen. Und da frage ich mich allen Ernstes, ist das seine Aufgabe? Also dieses Engagement von Herrn Scheuer in allen Ehren und ich freue mich für die Selina und ihre ganzen Nachbarn, die in dem Dorf dann endlich mal eine vernünftige, stabile Internetverbindung haben, mit dem man was machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es nicht die Aufgabe eines Andreas Scheuer, dass er hingeht und dafür sorgt, dass er nicht hier so einen Publicity-Fall für sich selber irgendwo auch ausnutzt, will ich gar nicht unterstellen, aber diesen Fall jetzt hier klärt, dass das funktioniert, sondern dass er dafür sorgt, dass das in Gesamtdeutschland kein Schüler dieses Problem hat und auch kein Erwachsener, der jetzt darauf angewiesen ist, sein Homeoffice zu betreiben. Das wäre doch mal sinnvoll. Oder etwa nicht. Warum wurde das über Jahre hinweg, und der Herr Scheuer ist ja auch schon ein paar Jahre in seinem Amt, komplett verschlafen, komplett verpennt? Warum ist da nichts passiert? Und dann muss man natürlich auch noch technisch fragen, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass da ein Anruf von dem kommt und auf einmal kann das zack direkt geschaltet werden innerhalb von 3 Tagen? Wie wollen die denn da so schnell Gasfalles erlegen? Was weiß ich. Also dieser Fall ist ganz, ganz komisch, denn die Telekom sagt auch noch, ja, die Beauftragung hat gefehlt. Sie hätten zwar im Garten ein Glasfaserleitung bis ins Haus gelegt, aber es lag von dem Vater von der Selina, von dem Herrn Seebauer, lag es wohl irgendwie nie ein Auftrag vor, eine schnellere Verbindung freizuschalten. Ich will da nicht der Telekom was unterstellen, aber das klingt für mich doch sehr, sehr komisch. Also ich weiß nicht, also es kann doch nicht sein, besonders wenn man jetzt dann auch noch darauf bezieht, das ganze Dorf, hier, ich suche das gerade nochmal kurz raus, wo hat der Scheuer es gesagt, dass nämlich jetzt hier das gesamte Dorf auch noch mit Internet, ich finde es jetzt gerade nicht, auf jeden Fall ausgestattet werden soll, neben diesem einen Haus. Wie soll das denn funktionieren? Erstens das und zweitens, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesamte Dorf, von mir sind es auch nur 3 Häuser oder auch 10, die in diesem kleinen Dörfchen da wohnen, dass die alle zu blöd waren, um zu checken, ja, wir haben ja noch gar keinen Auftrag gestellt, deswegen konnte jetzt hier kein Internet geschaltet werden. Also sorry, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich finde das ganz, ganz komisch und es zeigt doch einfach, was wir in Deutschland für wirkliche Probleme haben. Die Probleme liegen in unseren Behörden, / bei den Politikern, die es nicht auf die Kette kriegen, adäquat dafür zu sorgen, dass diese Probleme angegangen werden und dass dies gelöst wird. Also, und wenn auf einmal sowas in der Presse ist, dann funktioniert das ganz schnell. Schon interessant. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.